Quirin Vinzenz, der Retter der Bergbahnen von Brigges. Der ehemalige Chef der Raiffeisenbank und andere Investoren bringen 3 Millionen Franken in die Bergbahnen im kleinen Bündner Familienferienort ein. Ohne das Geld wären die Bahnen Konkurs. Der Tourismus ist hier Existenzgrundlage. Ja, ist klar, wenn man da natürlich eine Ferienwohnung hat, ist man motiviert, dass die Lift da bestehen bleiben, oder? Und darum hilft man natürlich noch viel lieber. Also es gibt ganz eine große Anzahl von Gründen, aber am Schluss hat es auch betriebswirtschaftlich müssen stimmen. Wir haben einen Plan, den wir wollen erreichen und das ist also schon, steht schon im Zentrum. Aufmarsch zur Generalversammlung der Bergbahnen in Brigels am vergangenen Wochenende. Als Gegenleistung für ihr Investment sollen Quirin Vinzenz und 2 andere Investoren in den Verwaltungsrat gewählt werden. Wer bezahlt, will mitbestimmen. Wer Quirin Vinzenz seine Stimme geben will, soll das bitte anzeigen durch Hochhalten der Stimmkarte. Die Wahl ist Formsache. Zu wichtig sind die neuen Gelder. Die Kehrseite: Die bisherigen Aktionäre, darunter die Gemeinde, verlieren mit einem Kapitalschnitt 5 Millionen Franken. Die Ursachen der Krise sind schnell benannt. Wir gehen nicht hoch hinauf mit unseren Bahnen. Wir haben den Wind, der uns immer wieder Streiche spielt. Und wir haben die Sonne, die dann im März irgendwann sehr schnell die Saison beendet. Primär geht es mal darum, den Betrieb aufrechtzuerhalten, die Destination, die Region weiterzuentwickeln und schauen, dass es gut funktioniert, Gäste zufrieden sind. Und die Rendite ist sehr wahrscheinlich sekundär und sehr wahrscheinlich realistisch auch nicht gross zu erwarten. Auch andere Ferienorte profitieren vom Geldsegen vermögender Privatpersonen. Die defizitäre Madrieser Bahn in Klosters. Eine Investorengruppe um Marie-Christine Jäger aus der industriellen Familie Firmen-Ich hat letzten Herbst 4 Millionen Franken investiert. Auch im Nobelort Gstaad kämpfen die Bergbahnen seit Jahren ums Überleben. Hier hilft Milliardär und Unternehmer Ernesto Bertarelli aus. Zusammen mit 2 anderen Investoren. Sie stellen 28 Millionen Franken zur Verfügung. Bertarelli wohnt seit einiger Zeit in der Region. Bergbahnexperte Philipp Lütolf von der Hochschule Luzern meint, Tourismusorte, die Geld von Privaten erhalten, können sich glücklich schätzen. Denn ein Großteil der Schweizer Bergbahnen werfe keine Rendite ab. Selbstfinanzierungskraft der Bergbahnen geht zurück, die wird rückläufig. Weil der Wintersportmarkt ist stagnierend, in der Schweiz aufgrund des Wechselkurses sogar rückläufig. Der Investitionsbedarf bleibt aber hoch. Jetzt haben sie fallende Cashflows, sie haben konstante oder sogar steigenden Investitionsbedarf. Dann brauchen sie natürlich neue Finanzierungsquellen zum Anzapfen. Eine sehr großzügige Finanzierungsquelle haben die Toggenburger Bergbahnen gefunden. Den Privatbankier Matthias Eppenberger. Er ist der Hauptgeldgeber am Käseruck, wo für rund 40 Millionen Franken investiert wird. Eppenberger stammt ursprünglich aus der Region und hat hier ein Ferienhaus. 13 Millionen Franken flossen in ein neues Gipfelrestaurant, für das Eppenberger die Star-Architekten Herzog und Dömeron engagierte. Ein ambitioniertes Projekt für ein mittelgroßes Skigebiet, das vor allem von Gästen aus der Region lebt. Man muss halt heute ein bisschen denken, wenn man investiert im Berggebiet. Und man muss Sachen machen, wo man auch einen Markt dafür hat. Und ich glaube, mit dieser gescheiten Art und nachhaltig vorsichtigen Art, wie wir im Toggenburg arbeiten, wird das aufgehen. Sein Ziel sei, mit der neuen Infrastruktur nicht nur Skifahrer anzuziehen, sondern vermehrt auch Sommertouristen. Am selben Berg wird mit seinem Geld auch eine neue Gondelbahn gebaut. Für 24 Millionen Franken. Sie ist teurer als eine Standardbergbahn, weil auch ihre Gebäude nach den Plänen der Star-Architekten gebaut werden. Kann sich eine solche Investition wirklich rechnen in einem Markt, der rückläufig ist? Mein Investment rechnet sich, wenn die Unternehmung gesund ist, wenn sie Dividenden zahlen kann. Ich muss nicht eine Verdoppelung oder eine Verdreifachung vom Einsatz haben, wie das jemand ein Spekulant will, der in irgendeinem Silicon Valley investiert. Darum investiere ich eben im Toggenburg Valley, weil ich
Zeit haben und an die Leute glauben und an das Tal glauben. Als prominenten Investor hat das Tockenburg Skispringer Simon Ammann gewonnen. Wie viel er in seiner Heimat investiert, sagt er nicht. Sicher ist, es war auch ein Herzensentscheid. Ob das in 5 oder 10 Jahren anfängt, mit einer kleinen Dividende sich auszahlen. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht bleibt es auch bei den Investitionen. Mindestens werterhaltend sollte es sein. Das war für mich der Rahmen, wo ich nachher auch mit einem guten Gefühl sagen kann, so stimmt es. Und that's it. Solche Investitionen von Privaten mögen für einzelne Regionen ein Segen sein. Gesamtschweizerisch jedoch führen sie zu Überkapazitäten und das in einem schrumpfenden Markt, warnt Ökonom Philipp Lütholf. In den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen werden sie wahrscheinlich kaum neue Gäste durch das in die Schweiz holen, sondern sie werden einfach in den anderen Schweizer Bergbahnen Gäste wegnehmen. Da sind natürlich die anderen Bahnen auch gezwungen, etwas zu machen. Oder? Die müssen natürlich nachziehen mit dem Investieren. Und wer halt keinen Finanzierer findet, hat halt das Nachsehen. Der Bündner Ferienort Bregels hat doppelt Glück. Nicht nur Private investieren, sondern auch die Credit Suisse. Und zwar in eine neue Ferienanlage, die zu Saisonbeginn eröffnet wird. Der neue Verwaltungsrat versprüht Zuversicht. Das Skigebiet ist vorerst gerettet. Das Wettrüsten der Bergbahnen jedoch wird weitergehen.